Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es um Gewitter am Kopf und ihr habt den Titel gelesen und ihr denkt euch, Mensch, wie kann ich es nur wagen, was gegen Gewitter im Kopf zu sagen? Und ich weiß, dieses Video wird wahrscheinlich sehr viele Dislikes bekommen, beziehungsweise wird es sehr viele Fanboys und Girls geben, die jetzt wahrscheinlich das Video negativ kommentieren oder mir böse Nachrichten schreiben, weil ich es wage, Gewitter am Kopf zu kritisieren. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und mal alle Fakten auf den Tisch legen würden, hätten wir wahrscheinlich die Promoaktion, die Tim gemacht hat, sehr, sehr kritisch gesehen, wenn das zum Beispiel ein Miguel Pablo gemacht hätte oder auch andere Leute, die nicht auf der guten Seite von YouTube sind. Und von daher war mir das sehr wichtig, auch mal meine Meinung zu einem unpopulären Thema zu machen. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr dankbar, dass auch der Trauma Detective darüber ein Video gemacht hat und ich mich mit ihm auch austauschen konnte. Das Video ist sehr gut geworden und ich habe in der Nacht noch mit ihm gesprochen darüber und wir haben uns da auch sehr drüber aufgeregt und sind anscheinend gar nicht so alleine mit der Meinung. Also ich bin durchaus gespannt, was ihr zu dem ganzen Thema zu sagen habt. Vielleicht habt ihr das Ganze auch noch gar nicht mitbekommen und dann erkläre ich euch jetzt erstmal, um was es jetzt genau geht. Bevor sich jetzt alle aufregen und sagen, wie kannst du das wagen, dass du eine, ja, Situation wie diese ausnutzt, um ein Video zu machen. Dort ist der Opa verstorben und er darf doch wohl seine Trauer auch in einem Video mal kundtun und einen Song für ihn schreiben. Das ist doch eine tolle Sache. Gebe ich euch auch recht, in der Musik seine Gefühle zu verarbeiten, ist überhaupt kein Thema. Oder generell auch im Video hochzuladen. Und ich muss auch sagen, Clickbait gehört zu YouTube dazu und ist vielleicht nicht ganz so tragisch. Aber ich finde, auch bei Clickbait gibt es Grenzen. Und gerade wenn es dann die eigenen Angehörigen sind, sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen, wie man so eine Nummer aufzieht. Ich denke, es hätte nicht wirklich geschadet, hätte er einfach ein Video gemacht und gesagt, Leute, ich habe einen extra Kanal, einen Musikchannel und da veröffentliche ich ein Video die Tage, wo ich dann einen Song für meinen verstorbenen Opa raushaue. Der Song liegt mir sehr am Herzen und dann wäre das, denke ich, genauso erfolgreich gewesen. Nein, es musste natürlich mit so einem Clickbait gearbeitet werden, der viele auch in Sorge getrieben hat. Denn viele Zuschauer hatten sich Sorgen gemacht, denn sowohl auf Instagram bei Tim als auch bei Gewitter im Kopf auf dem Instagram-Channel wurden sämtliche Bilder gelöscht, auch das Profilbild. Und viele hatten sich Sorgen gemacht, dass vielleicht sogar Jan oder generell einen der beiden was passiert sein könnte und irgendjemand verstorben ist. Dass es dann aber um den Opa von Tim ging, war ja gar keinem klar. Und von daher war auch das Thumbnail und auch der Titel natürlich absolut der Clickbait. Und von daher haben da viele raufgeklickt und sich natürlich Sorgen gemacht. Kritische Stimmen wurden unter dem Video weggelöscht. Leute, die auch vielleicht das Ganze nicht so geil fanden, wurden auch mundtot gemacht. Und ich muss sagen, diese ganze Nummer und dieses Professionelle dahinter finde ich sehr, sehr schwierig. Denn es geht hier um einen Menschen, der verstorben ist. Und man darf sich natürlich als Person im öffentlichen Leben dann auch den Frust von der Seele sprechen in einem Video oder einen Song machen. Aber diese ganze Aktion dahinter wäre sämtlichen YouTubern, die auf der negativen Seite von YouTube, sage ich mal, stehen, wie ein Miguel Pablo und Co., um die Ohren geflogen. Und da hätten sich alle drüber aufgeregt. Aber bei Leuten wie Gewitter im Kopf wird dann weggeschaut. Und ich finde das sehr grenzwertig, so mit der Angst der Leute zu spielen und dann halt einen Kanal, einen weiteren neuen Channel, der auch dann auch Geld einbringt, beziehungsweise auch in Zukunft dort die Musik dann stattfinden wird, die Tim dann macht, dann so auf diese Art und Weise bestmöglichst zu promoten. Denn das alles war geplant, ein Video ist fertig, es kommt auch um 23.59 Uhr online. Das heißt, dass die ganzen Streams, die dann auf Spotify und Co. dann auch erreicht werden, natürlich auch für die Charts zählen. Also das ist der Grund, warum das immer am Donnerstag um 0 Uhr dann quasi in der Nacht zum Freitag veröffentlicht wird, dann zählen halt die ganzen Streams und die ganzen Verkäufe, die Leute, die das runterladen und Co. halt auch für die Charts rein. Und deswegen machen das alle Rapper und Co. Und er hat das natürlich jetzt auch bestmöglich promoten wollen, damit er natürlich vielleicht auch bei Spotify noch mehr Einnahmen hat und das Ganze vielleicht auch für die Charts zählt. Das ist jetzt so mein Indiz, warum er das genau dann gemacht hat. Weil sonst macht das eigentlich nicht so viel Sinn, um die Uhrzeit einen Song rauszuhauen, wenn so viele andere
Leute auch gleichzeitig einen Song raushauen. Und das macht eigentlich nur Sinn, wenn man auch in die Charts kommen will. Ansonsten würde ich das vorher platzieren, damit halt auch möglichst viele am Tag das dann schon sehen und das dann vielleicht am Abend schon in den Trends ist. Das wäre dann eigentlich cleverer. So sehe ich dann schon auch eine Gewinnmaximierung dahinter. Ja, das muss man so betriebswirtschaftlich auch sehen. Und ich finde die Nummer dahinter halt sehr schwierig, wenn es der eigene Opa ist und man macht einen Song, was auch vollkommen legitim ist, wenn man seine Gefühle verarbeitet, aber dann so mit der Angst der Leute zu spielen und dann das Ganze auch so ja, aufzubereiten, finde ich irgendwie sehr befremdlich. Und das war mir dann auch sehr wichtig, da mal was zu sagen. Ich denke, der Content, den Gewitter am Kopf macht, ist auch eher für jüngere Zuschauer geeignet mit den Challenges und Co. Das ist dieser typische Content, den halt meistens YouTuber hochladen, um halt auch möglichst maximal Erfolg zu haben, eine große Reichweite bei den Kindern und Jugendlichen aufzubauen. Es ist vollkommen legitim, was sie dort gemacht haben. Ich fand die ersten Videos viel besser, dann ging es auch noch mehr um die Krankheit, um auch vielleicht aufzuklären und Co. Da wurden Fragen beantwortet. Dann zum Ende ging es immer mehr in diese Challenge-Richtung, die ich persönlich nicht cool finde. Aber ich bin auch einfach viel älter und ich brauche dann sowas nicht für mich persönlich. Ich habe es dann irgendwann auch deabonniert, wo ich es am Anfang wirklich ganz cool fand, dass sie halt auch über die Krankheit Tourette aufgeklärt haben und halt auch vielleicht Blockaden bei Menschen gelöst haben, die vielleicht auch Berührungsängste gegenüber Tourette-Erkrankten haben. Von daher fand ich das ganz gut, was sie da zu Beginn gemacht haben. Dass sie jetzt diese Promo-Aktion, beziehungsweise Tim diese Promo-Aktion gemacht hat und Jan trägt ja nun mal auch die Mitverantwortung, was auf dem Kanal dort auch passiert, fand ich halt sehr grenzwertig und auch merkwürdig, auch im Hinblick dessen, dass dann halt nochmal so ein zusätzlicher Kanal promot wird, vielleicht auch eine Musikkarriere jetzt ansteht, was auch vollkommen in Ordnung ist, wenn er daran Spaß hat, aber wie gesagt, man hätte es auch anders machen können und das wäre, finde ich, wesentlich cooler gewesen, dann hätte man den Leuten nicht so viel Angst gemacht, man hätte trotzdem wahrscheinlich 30 oder 40.000 Abos für den Kanal generieren können, hätte wahrscheinlich auch eine Trendplatzierung erreicht, vielleicht ein paar weniger Klicks, aber dann hätte man zumindest auch die Würde behalten und nicht so eine Aktion perfide geplant. Denn dass das alles geplant war, sieht man und das haben auch schon andere YouTuber wie ApeCrime und Co. gemacht, die ihre kompletten Videos gelöscht haben, um ihr Album zu promoten und mit den Ängsten zu spielen der Follower und sehr jungen Kinder oder auch Jugendlichen, die sich vielleicht wirklich Sorgen machen, wenn Leute ihre Profile erstmal komplett löschen und die Bilder runternehmen und Co. Das finde ich halt sehr schwierig und schwerwiegend und von daher war es mir wichtig, darüber auch was zu sagen. Und deswegen bewundere ich auch den Trauma Detective, sein Video ist auch unten verlinkt. Der war Vorreiter auch bei dem Thema, hat auch auf Twitter den Mut gefasst und das kritisiert. Und da gab es dann so viele Leute, die haben auch gesagt, ja, Mensch, ich sehe das genau richtig auch der Trauma Detective, ihr solltet Videos dazu machen und die haben uns auch nochmal bestärkt und danke an die Leute, dass die da auch mitgeholfen haben, einen nochmal so ein bisschen zu unterstützen bei so einem Thema, wo man weiß, okay, das kommt bei vielen wahrscheinlich jetzt nicht so gut an, wenn man sowas kritisiert. Wie gesagt, ich meine, möchte auch nochmal zum Schluss mein Beileid hier auch ganz klar ausdrücken. Es ist furchtbar, wenn man einen Menschen aus dem familiären Umfeld verliert oder einen guten Freund. Also mein Beileid an Tim auf jeden Fall, dass sein Opa verstorben ist. Das ist auch nochmal mir ganz wichtig zum Schluss zu sagen. Aber ich fand die ganze Promo-Aktion irgendwie unwürdig und uncool. Das hätte man anders lösen können und dann darf man sowas auch kritisieren. Und das war mir jetzt sehr wichtig. Ich hoffe, das haben einige verstanden. Wenn ihr das jetzt trotzdem cool fandet, was die jetzt gemacht haben und das dann aber bei anderen immer wieder kritisiert, dann solltet ihr euch selbst auch hinterfragen. Wie gesagt, wenn eine Katja, Miguel, wie sie alle heißen, oder ein Simex oder weiß der Teufel und welche YouTuber, die jetzt gerade nicht so beliebt sind wie ein Leon Mascher oder auch ein Simon Desue, sowas machen würden, dann hätten das alle kritisiert. Bei Gewitter im Kopf schweigen die meisten. Von daher sollte man da auch was zu sagen. Das ist meine Meinung und wenn ihr das anders seht, hinterfragt euch vielleicht zum Ende des Videos nochmal ein wenig. Ansonsten, wenn euch sowas hier gefällt, lasst gerne noch ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder. Bis dann und ciao, ciao.